hängt daran, dass wir die Fraktionssitzung nie am Wochenende machen und so. Ja, also wir haben eine Studie beauftragt, also wir haben sie schon beauftragt, die zeigen soll, welche Umsetzungsschritte denn jetzt ganz konkret gemacht werden müssen in so einer Gemeinde, wenn man dort Bus und Bahn fahrscheinfrei einführen möchte. Das heißt, es geht nicht darum, ist das generell möglich, ist das juristisch möglich, die Studien gibt es alle, die Berliner haben da was Dickes, ein dickes Buch vorgelegt und so weiter. Und wir wollen es jetzt ein bisschen einfacher machen, dass es jeder ganz schnell versteht. Guckt mal hier, eure Stadt, eure Region, ihr könnt das einfach einführen, das sind die Schritte, so müsste man das machen. Und klar ist Voraussetzung, dass das Land dies und jenes tut, aber das ist sozusagen dann unsere Sache. Im Landtag und wir wollen einfach zeigen, die Kommunen können das einführen und dann haben wir auch einen Grund, im Landtag die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. So, damit die Übertragbarkeit der späteren Ergebnisse aus der Studie optimal geleistet werden können, haben wir aus den 7 Initiativen, die ich hier schon vorgestellt habe, uns 3 Räume ausgewählt, zusammen mit den Gutachtern, die wir dann näher untersuchen wollen und wo wir dann konkrete Umsetzungsschritte erarbeiten. Und diese 3 Kommunen sind, die eine hatten wir heute schon mal hier kurz erwähnt, Bad Salzuflen in Ostwestfalen-Lippe. Wer nicht weiß, wo das liegt, zwischen Herford und Lemgo genau, nahe bei Bielefeld, klar, Kreis Lippe. Manche kennen den Ort nicht, aber das wird sich ändern. Und außerdem ist ein gutes Vorbild für oder ein gutes Beispiel für sehr, sehr viele Kommunen, auch sehr viele Einwohner in Nordrhein-Westfalen, die genau in solchen Orten leben. Hat 4 Stadtbuslinien, läuft nicht alles rund, ist aber auch gute Voraussetzungen, gutes Potenzial, da diesen fahrscheinfreien Nahverkehr freisetzen zu können. Und ihr wisst natürlich, dass ich von eben schon, dass ich am Samstag, also fahrscheinfrei am Samstag dort auch vor Ort sein werde, um mich da nochmal genauer zu informieren. Dann haben wir den Kreis Recklinghausen mitten in Nordrhein-Westfalen. Da können wir jetzt auch klopfen. Repräsentiert weite Teile der Ballungsräume in Nordrhein-Westfalen und auch die umliegende Peripherie. Das heißt, ideales Experimentierfeld, ideal übertragbar auf einen sehr großen Teil von Nordrhein-Westfalen. Viele Facetten, die wir da behandeln können, ist natürlich auch VRR-Gebiet. Nico und Partner, sage ich mal, also er ist mit im Team, weil er in der Initiative, weil er dort lebt, haben das fest fahrscheinfrei genannt. Ich sage Fest oder Festische, die Festischen Straßenbahn GmbH, die überhaupt keine Straßenbahn haben, kennt natürlich auch nicht jeder, was das heißt. Ich werde deshalb öfter mal die Initiative darf natürlich vor Ort weiterhin so heißen, ich werde das nach außen immer öfter mal vom nördlichen Ruhrgebiet sprechen. Ich glaube, das ist sofort eingängig. Ja, mal gucken, was wir in dieser bisher ja sehr autozentrierten Region mit kostenlos Parken in der Innenstadt reißen können. Das kann auf jeden Fall spannend werden. Und wir wollen dann ein Vorbild für den Verkehr von morgen draus machen. Und damit das Ganze komplett ist, es gibt auch Leute, die wohnen nicht im Ruhrgebiet und nicht in Kleinstädten, sondern wohnen total hässlich. Das darf ich sagen, das wird mir auch Olaf nicht widersprechen, in einer mittelgroßen Großstadt. Und als drittes haben wir uns deshalb Wuppertal ausgesucht. Als das ist kein Angriff auf Schielbahn. Das ist ein ich habe davon schon im Vorfeld gesprochen, vom Verkehrslabor von Nordrhein-Westfalen. Also da gibt es ja nicht, die waren ja alles da, ne? Nicht nur Baustellen, gleichzeitig die einzige Zugangsstraße plus den Bahnhof sperren für eine Baustelle, die können da alles machen. Autonom fahrende Autos haben die da, die haben eine Nordbahntrasse fürs Fahrrad, die haben die Schwebebahn natürlich, die haben demnächst eine Seilbahn für den Nahverkehr. Da gibt es alles und eben auch eine Bürgerinitiative zum Thema Bürgerticket, wie es da heißt, die sehr gute Arbeit macht und ich denke, die werden auch davon gut profitieren können, aber vor allem wird unsere Studie davon profitieren können, wenn wir Wuppertal mit reinnehmen. Das sind also die 3. Was ist mit dem Hochsauerlandkreis? Und der Hochsauerlandkreis, der Rhein-Sieg-Kreis, Münster und auch Grevenbroich werden wir auch weiter bespielen. Da überlegen wir uns schöne Sachen.
Ich werde natürlich auch in Münster am 18. Juni sein, zum Fahrscheinfreitag am Samstag in Münster. Und wir werden weiterhin in anderen Städten auch was natürlich tun. Ansonsten die Karte, die Übersichtskarte, wo das alles ist, sowie ein natürlich so ein Bild, wo das alles nochmal aufgemalt ist, ne, ihr kennt das, und alles mögliche andere werde ich dann gleich mal twittern, die Webseite freischalten mit einem roten Knopf, Facebook, Instagram, Google+, Statusnet, ihr dürft das alles retweeten und teilen und was auch immer. Ihr wisst ja seit gestern, wie wichtig das ist. Vielen Dank. Okay, kurze Anmerkung, natürlich bitte alles in enger Kooperation mit unserer Pressestelle, damit es da nicht eventuell zu irgendwelchen vorschnellen oder vielleicht sogar zu Missverständnissen kommen könnte. Jetzt gibt es zwei Wortmeldungen, sehe ich gerade, von Nico und von Dietmar. Nico und Frank. Danke. Ja, danke. Ich sag mal im Namen der Initiative. Wir stehen bereit, wir sind in den Startlöchern und freuen uns drauf, die Fahrscheinfrei-Initiative im Fest nach vorne zu bringen. Und ich glaube, kann ich wirklich im Namen von allen sprechen. Wir freuen uns da auf die Zusammenarbeit und stehen da Gewehr bei Fuß. Dietmar? Ja, ich habe eine Frage, Olli. Wie lang dauert die Studie, also die Erhebung, die Evaluation und dergleichen? Bis wann ist das vorgesehen, abgeschlossen zu sein? Ja, wie Frau Kraft schon sagt, gute Politik braucht Zeit. Wir rechnen mit 3 Legislaturperioden. Nein, also, im Oktober werden wir uns noch mit allen 7 Kommunen treffen, ist zumindest mal angedacht und im Gutachter. Anfang November, den genauen Zeitpunkt nenne ich so schnell wie möglich, werden wir dann eine Veranstaltung machen, wo wir die Studie und die Ergebnisse präsentieren. Nein, Frank erst bitte. Ja, ich wollte auch nur einen schnellen Glückwunsch loslassen. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn die gesamte Kreis Lippe hätte daran teilnehmen können, weil Mobilität ist da ein Riesenthema, aber Bad Salzuflen ist sicherlich ein guter Anfang. Und ja, ich werde das auch bestmöglich begleiten da oben und freue mich drauf und freue mich für Bad Salzuflen. Dann noch einmal Dietmar. Dann kurz von meiner Warte aus. Ich sehe hier NRW in Gänze über diese 3 Kreise und Kommunen gut vertreten. Gegen Fahrscheinfrei. Und gebe damit dann die Sitzungsleitung auch wieder an Michelle ab.